Guten Morgen, Schrägstrich-Tag-Schrägstrich-Abend und hallo und herzlich willkommen zur Snapshot-Vorstellung der Snapshots 20W48A und 20W49A. Der Snapshot 20W48A liefert uns die nächste Erneuerung, das nächste wunderbare Feature, das für das 1.17 Höhlen-Update angekündigt wurde. Und zwar sind das Stalaktiten und Stalagmiten. Tropfsteine, es sind Tropfsteine. Hier, das ist ein Tropfsteinblock. Es ist ein Steinblock, aber es ist braun. Es ist brauner Stein. Steinblock, es ist braun. Brauner Stein. Brauner Stein. Brauner Tropfen. Der braune Dripstone-Tropfsteinblock hat absolut keine Verwendung. Er wird einfach nur natürlich generiert in sogenannten Dripstone-Caves, die es geben wird, die vielleicht ungefähr so aussehen werden. I don't know, das ist noch nicht final, aber hier wird ein bisschen was davon generiert. Da hängen auch welche, da drüben hängen auch welche, da wachsen welche aus dem Boden. Hier ist Kupfer, wie cool. Und neben dem ganzen Tropfsteinblock gibt es dann noch den Pointed Dripstone, der zugespitzte Tropfstein. Und aus diesen können eben die von der Decke hängenden Stalaktiten oder aus dem Boden ragenden Stalagmiten entstehen. Übrigens gibt es eine nette kleine Eselsbrücke, wie man sich merken kann, was ein Stalaktit und was ein Stalagmit ist. Das hat mir irgendwann mal jemand erzählt und seitdem merke ich es mir, die Stalaktiten hängen von oben und sie hängen runter wie Titten. Deswegen Stalaktiten. Hahaha. Nicht pädagogisch wertvoll. Stalaktiten sind von oben herunterhängende Tropfsteine, Stalagmiten sind nach oben heraufragende Tropfsteine. Und jetzt kommt's. Wenn ein Stalaktit auf ein Stalagmit trifft, dann entsteht ein Stalagnat. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das Wort gibt es. Habe ich gerade gelernt. Da Wikipedia. Stalagnat. Auch Sintersäule genannt. Pädagogisch vielleicht doch wertvoll. Sowohl die Stalaktiten, also die Stalagmiten und die Stalagnate sind von der Gravitation betroffen. Wie schrecklich. Das heißt, wenn ich es abbaue, geht's kaputt. Das heißt, wenn ich das abbaue, fällt es hinunter. Oh, and that's a trap. It makes damage. Ich brauche mehr Tests dafür. Was, wenn ich ihm einen einzelnen kleinen Mini-Stalaktit auf den Kopf fallen lasse? Das macht nicht so viel Schaden. Was, wenn ich ihm einen großen Stalaktit auf den Kopf fallen lasse? He dead. Stalagmiten, die aus dem Boden ragen, sind so spitz, dass sie sogar Schaden machen, wenn man nur darauf fällt. Wenn ich jetzt hier runterfalle, bumm, bekomme ich etwas Schaden. Darauf herumzuspringen ist nicht die beste Idee. Es gibt eine eigene Todesnachricht dafür, wenn man von einem Stalaktit erschlagen wird. Dead. Von Stalaktiten tropft langsam etwas Wasser runter und wenn sich, jetzt wird es kompliziert, wenn sich einem Block über dem Stalaktit eine Wasserquelle befindet, also hier im Stein drin demnach, dann füllt sich ein Kessel, den man darunter stellt, auch langsam mit Wasser. Das gleiche sollte auch mit Lava passieren, es tropft Lava von dem Stalaktit, das kann ich sehen, aber es füllt sich noch nicht, ich habe von Ewigkeiten gewartet, es sollte sich füllen, aber es tut es nicht. Mit Wasser funktioniert es jedenfalls. Kerzen können nun nicht mehr in der Luft platziert werden, aber man kann sie auf den Boden stellen und wenn der Block unter ihnen abgebaut wird, fliegen sie immer noch. Es gibt ein paar Änderungen zu dem Freezing-Effekt vom Pulverschnee. Einerseits bekommen dann auch Spieler im Creative-Modus den Freezing-Effekt, also diesen wunderschönen Frozen-Rahmen da rundherum. Es gibt eine neue Game-Rule, die besagt, ob sich Entities überhaupt freezen können oder nicht. Freeze Damage. Freeze Damage falls und dann bekommt niemand Schaden vom Einfrieren. Man friert trotzdem ein, aber bekommt dann gar keinen Schaden. Und schließlich etwas, das beim letzten Snapshot ja gar nicht funktioniert hat. Wenn man jetzt auch nur irgendein Stück von Lederrüstung trägt, dann friert man im Schnee gar nicht mehr ein. Dann ist man hier sicher. Dann bekommt man auch keinen Freezing-Effekt. Wenn man auf ein Bundle Rechtsklick macht, nachdem es mit ein paar Items gefüllt worden ist, dann kommt nur noch jeweils ein Item raus und nicht mehr alle auf einmal. Man schüttet sich nicht mehr alles hier einfach so in die Hosentasche. Dafür, wenn man das Bundle in der Hand hält und dann richtig macht, spuckt man den gesamten Inhalt raus. Die Uhr und der Kompass haben eine neue Textur und sind nur ein bisschen mehr polierter und schön shiny. Und das Spyglass ist nun ein 3D-Modell und nicht mehr einfach nur eine Textur, die irgendwie vom Gesicht schwebt. Ah, oh, that's cute. Kommen wir nun zum Snapshot 20W49A und damit zu diesen wunderbaren, alienartigen, seltsamen Tentakeln in Höhlen. What the fuck? Im kommenden 1.17 Höhlen-Update wird es auch eine Höhle geben, also ein Höhlenbiom mit dem wunderbaren Namen Deep Dark, wo es ein komisches Gewächs Zeugs? Moos? Pilz? I don't even know. Dieses Zeugs hier gibt es. Das nennt sich Skulk. Skulk? Skulk? Und das ist ein Skulk-Sensor. Und was der Skulk-Sensor macht, er reagiert auf Geräusche. Das heißt, er geht an und leuchtet.
wenn ich mich bewege, wenn ich Schrittgeräusche mache oder wenn ich auf und ab springe oder wenn ich Items hinwerfe oder wenn etwas abgebaut wird. Er hört mich. Er hört mich. Das heißt, wenn man dann in der 1.17 nichts ahnend irgendwo so seine Gänge gräbt und dann hört man plötzlich in der Ferne diese Geräusche, dann weiß man schon, oh, man weckt hier etwas auf. Hello. Der Skulk-Sensor bietet ganz wunderbare neue Möglichkeiten, wie man einfach Ton, Geräusche, Schallwellen in Redstone-Konstruktionen einbauen kann. Erstens mal, man kann die Geräusche vor den Skulk-Sensor verstecken, wenn sie hinter Wolle sind. Wolle dämpft den Schall. Wenn ich hier in der Wolle laufe, hört er mich nicht. Wenn ich hier vor der Wolle laufe, dann hört er mich schon. Aber wenn ich hinter der Wolle laufe, dann hört er mich nicht. Ich kann mich auch vor den Skulk-Sensoren verstecken, wenn ich sneake. Wenn ich sneake, mache ich absolut keine Geräusche. Ich kann sogar springen im Sneaken und sie hören mich nicht. Aber wehe, ich sneake nicht, dann... Wenn der Skulk-Sensor mit Redstone verbunden wird, dann gibt er ein Redstone-Signal aus, abhängig davon, wie laut das Geräusch ist, das er hört. Das heißt, wenn ich hier hinten ein bisschen herumgehe, ist das Signal relativ schwach. Wenn ich aber in seiner Nähe dann herumgehe oder herumspringe, ist das Signal stärker. Etwas anders verhält es sich, wenn man einen Redstone Comparator noch dazwischen anschließt. Dann ist die Signalstärke abhängig von der... Von was eigentlich? Von der Frequenz? Von der Tonfrequenz? Irgendwie so. Wenn ich jetzt hier direkt neben ihm springe, ist das Signal ziemlich schwach. Wenn ich aber direkt neben ihm einen Block abbaue, ist das Signal stärker. So, that's interesting. Wenn ich ein Item hinwerfe, ist es wieder schwächer. Wenn ich eine Tür platziere, ist es stark. Und wenn ich die Tür aufmache, ist es auch stark. So interessant, wie einfach jetzt verschiedene Geräusche ja quasi hier detektiert werden können. Und natürlich lässt sich mit den Skulk-Sensoren auch so eine Art Wireless Redstone machen. Wenn ich jetzt hier einen Sensor habe, der diese Pisten triggert. Wenn ich jetzt hier aber noch einen Skulk-Sensor platziere, der diese Pisten hört und dann wieder eine Piste triggert, die wieder von einem anderen Sensor gehört wird, der wieder eine Piste triggert, dann kann man damit eine ganz lange Skulk-Sensor-Kette machen. Und wenn ich jetzt hier Repeater dazwischen schalte, damit diese Pisten etwas eine Verzögerung hat, dann triggert er die Pisten und hört die gleiche Pisten, wenn sie wieder zugeht. Und dadurch triggert er sich auf ewig und dann habe ich eine unendliche Pisten-Auf- und Zugewelle. Yeah. Das kommt dabei raus, wenn ich mit Redstone was probiere. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass der Skulk-Sensor ein echt komisches Geräusch macht, wenn man ihn abbaut. Like, what is this? Es klingt wie ein Lebewesen. It's so alien-like. And last but certainly not least, eine bahnbrechende Nachricht. Ab dem Snapshot 2449A ist es möglich, mit Hilfe von Data Packs in Custom Worlds mit Custom Dimensionen über das Baumaximum von 256 Blöcke hinauszubauen. This is a legendary day. Ich habe schon mal in einem Snapshot erzählt, dass es nun Data Packs gibt, die man beim Erstellen einer Welt auswählen kann, um zum Beispiel Custom Crafting Rezepte oder besondere Mob Drops und solche Sachen ins Spiel hinzuzufügen. Nun kann man damit auch die Bauhöhe endgültig ändern. Es gibt Einstellungen, mit denen man weit über die vorherige Höhe von 256 Blöcke hinausbauen kann und Einstellungen, mit denen man sogar unter dem Bedrock noch tiefer hinunterbauen in negative Koordinaten hinein. Also negative Y-Koordinaten, was es normalerweise bisher noch nicht gab. Das ist ein unglaubliches Feature. Ich hätte nicht gedacht, dass einmal der Tag kommen wird, an dem es theoretisch möglich ist, höher zu bauen. Wieder, ich sage deswegen wieder, weil Minecraft Classic, man hat es im Browser gespielt damals, da konnte man die Bauhöhe einstellen, wie man wollte. Meine erste Zitadelle war 500 Blöcke hoch, das war jetzt nicht mehr möglich in Minecraft, bis jetzt. Ich stehe hier oben auf einer Y-Höhe von 512, Height Limit for Building ist 512 Blöcke und man kann hier oben einfach bauen als... Wäre es ganz gewöhnlich, was es jetzt ist. Ich werde euch in die Videobeschreibung den Link geben für das Datapack, das ich für diese Welt benutzt habe, damit ich halt so weit oben bauen kann. Ich habe es noch nicht geschafft bisher, eine Welt, die schon vorher generiert war, im Nachhinein ein höheres Baulimit zu geben. I don't know if that's possible. Es ist buggy, vielleicht geht es später, I don't know. Falls es möglich ist, dann besteht theoretisch die Möglichkeit, dass auch FCN-Server irgendwann vielleicht ein höheres Baulimit bekommt. Was
wunderbar ist, aber was mir auch ein bisschen Angst macht, weil ich nicht will, dass Leute dann in die Landschaft 500 Blöcke hohe, hässliche Türme stellen. Ah, what a time to be alive. Nun denn, das waren die Vorstellungen des Snapshots 20W48A und 20W49A, mit denen wir in noch nie dagewesene Höhen vorangestoßen sind. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder Morgen oder Mittag oder was auch immer. Und bis zum nächsten Mal.